Mein Rabbi 2 Zentner, ich 200 Pfund. Letzt sieht uns ein Hausarzt, das wäre nicht gesund. Er hat uns sofort eine Diätkur verschrieben. Ich kann mir nicht helfen, ich finde sie übertrieben. Jetzt darf ich zum Frühstück keine Flasche Bier trinken. Um 10 Uhr gibt's Fruchtsaft und 30 Gramm Schinken. Um 12 Uhr Bouillon, da findest du keine Nudel. Zum Kaffee 3 Erdnuss und Fachinger Sprudel. Zum Nachtessen streck ich den Bauch an den Ofen. Ich wärme die Bouillon und dann geh ich laufen. Meins treibt mir Spott, ich reit auf dem Geilche. Mein Babbe, sie turnt und sie hiebt mit dem Seilche. Nur letzt um 7:30 hat sich das Hiebseil verfangen. Und da hat sie Kopf unten am Fenster gehangen. Gleich drauf hat's geschellt und da fräst so ein Dollo. Verzeihung, was kostet dann die Wascht an dem Rollo? Der Arzt hat verordnet, die ganze Familie kriegt 8 Tage nur Schmierkäse mit Peter und Silje. Und es war die 4. Nacht, ich kann euch bloß sagen. Mir allein in der Bette mit knochendem Haare. Ich war gerade im Halbschlaf, da stummt mich meine Frau. Schreit Schambes, steh auf, es sind Einbrecher da. Und ich greife auf den Nachttisch und wähle die 03. Dann höre ich Sirene, es kommt Polizei. Mein Babett schreit Hilfe, ich tu mich nicht täusche. Sie geht auf den Vorplatz, dort wären die Geräusche. Die Schutzleit sind kurz vor des Rätsels Enthüllung. Sie drehte die Tierei mit samste Ganzfüllung. Und sie findet der Opa mit dem Sauerkrautstiebchen, der hockt in der Küche und frisst heimliche Rippchen. Kaum hatte die Schutzleit zum Rückzug gepfiffen, da habe ich so drastische Mittel gegriffen. Und habe zur Warnung als Bastler von Welt die 3/4 Küche unter Starkstrom gestellt. Und die Nacht war so still und die Turmuhr schlug 3. Und da tut's in der Küche draußen Knall und ein Schrei. Ich höre, wie der Opa am Brotkasten zappelt. Die Spielmaschine dreht sich, die Eieruhr rappelt. Er greift an den Kühlschrank und kriegt er Gewunke. Der Boiler spuckt Wasser, der Opa sprüht Funke. Mein Klär mit 2 Fies hebt er raus aus der Haia. Er guckt in die Küche und ruft 2-mal Prost, naja. Dann weckt er die Oma, ich hör, wie ihr seht. Der Opa spuckt Feier und macht Raket. Beruhigt dich, mein Kind, seht die Oma entschlossen. Der flieht nicht mehr hoch, der hat's Pulver beschossen. Als Gäste mir beim Rechtsanwalt Heisig. Der hatte Kaltbuffet von 4,30 Meter in der mittlere Mastkanz als Krönung des Schmauses. Die war fast so fett wie die Herrin des Hauses. Und um 12 Uhr war Schluss und es hieß gute Nacht. Und der Hausherr hat draus die Honneurs noch gemacht. Ihr Frau, seht ihr zu mir, die tut ja heut hinke. Die hat unterm Rock ein geräucherte Schinke. Der Opa beim Abschied konnt danke bloß lalle und an seinem zwar wäscht aus dem Mandel gefalle. Und er seht, heb sie auf, doch das konnt ich nicht gut. Ich hatte doch den Teller mit Lachs unterm Hut. Mein Babbe seht Schambes, heut war ich auf Draht. Mein Scham ist gefüllt mit Flieselsalat. Und dann macht sie einen Knicks und sie schnappt mich am Arm. Seht, mach, dass du fortkimmst, der Schinken wird warm. Und als letzte der Gäste kam unsere Mutter. Das Herz voller Liebe, die Handasch voll Butter. Die hatte zum Abschluss die Wohnung gesäubert und das Buffet von sämtlichen Resten geräubert. Die hat sie geschickt an ihr Kleider trabiert. Sie hat da Erfahrung, sie ist raffiniert. Ihren Hut war geschmiert mit 6 russische Eier.
und 4 Scheiben Schnittkäse, die hingen als Schleier. Da vorne runter wie etwas Abstraktes. Die Brust voller Stolz und 2 Kilo Gehacktes. So raucht sie von dannen zur mundere Tade. Am Hals hinge Kett aus gefüllte Tomate. Und sie zieht an der Kordel ein 3 Bünder Hummer. Der Hausherr steht draußen und guckt voller Kummer. Da seht ihr, was ist dann? Sie werden ja ganz blass hier. Es war höchste Zeit, der muss dringend aufs Gas hier. Das war eine Freude. 3 Tage haben wir gegessen. Und wie sie verputzt waren, die Delikatesse, da hat's dann gehäse, ich peil auf den Krampf. Es gibt nur Errettung, mir bade in Dampf. Und wir haben die Wäschküche, obwohl sie veraltet, mit einfachen Mitteln zur Sauna gestaltet. Ich sitz in dem Kübel und fang an zu schwitze. Und die kotz ich die Schmüllen, guckst raus durch die Ritze und sieh durch den dampfenden Nebel den Feuchte. Er stickt vor meinem rosane Bauchnabel leichte. Und da rennt sie das Haus und da kreischt doch das Flitsche. Moje gibt's Waschzug, die Wutzleid im Bitsche. Dann hat man uns Obstare wärmstens empfohlen. Ich kann euch bloß sagen, der Teufel soll's holen. Dann dauern das Obst, das ist gar nicht so ohne. Am vorletzten Mittwoch, am Tag der Zitrone, da hat uns ein Opa, das ist nicht gelogen, auf 1,20 Meter zusammengezogen. Am nächsten Tag gab's dann nur Brennnesselblätter. Und da sind wir mit Kohldampf zurück in die Bette. Ich sag, gute Nacht, Schatz, was sei muss, muss sei. Und da knurrt sie mir Haare und dann schlief sie ein. Und 5 war ich wach. Da klappt es ja kaum. Sie krallt sich ans Deckbett und babbelt im Traum. Erst retze von Sehnsucht und dann hör ich leis. Ich könnte dich fressen, ich liebe dich heiß. Da kam ich in Stimmung, ich rufe Hurra. Ich kenn deine Wünsche, ich bin ja schon da. Und da wird sie wach, ich denk an nichts Schlechtes. Sie öffne die Augen, ein linkes, ein rechtes. Und seht, ich hab Hunger, du narrischer Gimpel. Ich träum vom Truthahn und nicht von der Wimpel. Im Wasser wär heil, hat dann einer gesagt. Und da haben wir uns gleich auf die Socke gemacht ins Sanatorium des Dr. van Raute. Das Ding ist der Treffpunkt der Haute vor Laute. Der Doktor ist prima, sie ist nicht übertrieben. Der hat mir sofort eine Kneippkur verschrieben. Ich sage, Herr Doktor, da kann ich nicht bleiben. Mir haben in Mainz über 200 Kneipe. Die werde ich besuchen. Am Montag geht's los. Mein Bauch ist so dick und mein Dorst ist so groß. Und wenn ihr mich trefft und ich bin mal blau, sie ist ärztlich verordnet, drum Prost und hello!